Herzlich willkommen in einer ganz normalen Stadt. Aber halt, ganz normal? Hier ist doch irgendetwas seltsam. Fährt dieser Junge da etwa ein Fahrrad ohne Lenker? Geht das Mädchen einfach rückwärts mitten auf der Straße, ohne zu schauen, wo es hinläuft? Und fällt ihr gar nicht auf, dass ein Balkon ohne Geländer ganz schön gefährlich ist? Viele von uns sind diesen dreien vielleicht gar nicht so unähnlich, denn wir begeben uns im Alltag häufiger in riskante Situationen, ohne uns dessen bewusst zu sein. Das gilt vor allem auch für die Online-Welt. Beim Einkauf in einem offensichtlich zwielichtigen Geschäft dürfte ein Betrug am Ende nicht allzu verwunderlich sein. Beim Online-Shopping ist dies allerdings schwieriger festzustellen. Rund 44% fallen dabei einem Betrug zum Opfer. Doch du hast Möglichkeiten, dich davor zu schützen und seriöse Online-Shops direkt zu erkennen. So bleibt dir das Shopping-Erlebnis in positiver Erinnerung. Den Schlüssel unter die Fußmatte zu legen, ist eine Einladung für Eindringlinge. Das gleiche gilt auch für schwach gesicherte Online-Accounts. Rund 30% haben schon selbst erlebt, dass eine fremde Person Zugriff auf mindestens eines ihrer Benutzerkonten hatte. Doch warum solltest du es Kriminellen so leicht machen? Schütze deine Accounts zum Beispiel mit sicheren, individuellen Passwörtern und zusätzlich noch mit einer Zwei-Faktor-Authentisierung. So sagst du auf Nimmerwiedersehen zu kriminellen Eindringlingen. Niemand möchte von Kriminellen ausspioniert und anschließend bestohlen werden. Doch die wenigsten bemerken überhaupt, dass sie ins Visier geraten sind. Das gilt auch für die Online-Welt. 17% waren hier bereits vom Diebstahl ihrer persönlichen Daten betroffen. Doch mit den richtigen Einstellungen gibst du unbekannten Dritten keine privaten Einblicke. Wir setzen uns im Alltag immer wieder gefährlichen Situationen aus, obwohl wir es oft sogar besser wissen. Mit einfachen Tipps und Tricks können wir uns ganz leicht schützen und uns sorgenfrei im Netz bewegen. Wie das geht, erfährst du bei BSI für Bürger und bei der Polizeiberatung.